Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play Donkey Kong 64. Ich bin die lieben Blanky Kong am Start und wir haben im letzten Part die nächste eklige Mission gehabt. Das Fliegen mit Diddy, King zum irgendeinem Geier. Und jetzt gehen wir hier auf die Tempel, um die letzte Banane für jeden Charakter zu holen, weil wir für jeden Charakter jetzt 3 Bananen haben. Jetzt können wir 5 haben. Davon sind eine immer Blaupausen und das bedeutet, wir holen jetzt die letzte richtig versteckte Banane. Und ich will hier rüber. Und ich sterbe. Danke, Link. Hoffentlich kriegen wir keinen Glitch. Das ist hier häufig. Was häufig schon einmal insgesamt passiert, Gott sei Dank, aber häufig. Wir hatten einmal fast das gehabt. Ich häufig. So. Okay, der vorletzte. Tor, wir haben schon mit Diddy und dann können wir schon den Tempel befreit. Befreit? Die Bananen geholt. Ja, befreien. So. Und hier sind immer. Das ist so ein Mini-Labyrinth. Zack. Und hier ist echt seine letzten Bananen. Könnte wieder seine Banane wiederkommen? Nee, das steht echt doof. Perfekt, wir haben alle Bananen. Okay, wenn du so willst. Banata! Banata! Okay, das ist hier nicht so mehr ein Labyrinth. Sieht ja auch irgendwie immer auch anders aus. Mit Diddy und Donkey Kong haben wir so ein Mini-Labyrinth gehabt. Halt, bei Diddy hatten wir eine Ballon Coins. Hier hatten. Aber irgendwie ist irgendwas immer anders gemacht, als ob ich mich für wieder selbst getroffen habe, ey. Trug! Hierchen sind wir noch hinten. Damit denke ich, können wir noch keine Kristalle einsammeln. Hm? Egal, Und wir haben hier einen Donkey Kong ach, Minigame. Boah, nie! Muss ich schon wieder schneiden. Fliehende Fliegen. Scheiße. Erwische die Fliegen. Ah, um die. Haben die das mit dem Mund aufgenommen? Wieso? Oh, cool, wir haben es das Track gut gemacht. Das war leicht. Das ist aber eine coole Mission gewesen. Die sind auch immer innovativ. Egal. Banana für Dang. Lanky Kong. Ja, ich mache so ein bisschen. Ich mache schon irgendwie. Genau. Ich mache schon irgendwie Domtendo ein bisschen mehr nach. Ja stimmt, hier geht's lang. Verwirrt. Nehmen wir noch kurz hier die Muni mit. So, und fertig. Perfekt, jetzt nur noch mit Tiny Kong. Guck aber gerne nochmal nach, ob wir wirklich mit jedem Kong 100 Bananen haben. Ja, Mann, wir haben mit jedem Kong 100 Bananen, ey. So, ihr sollt jetzt stolz auf mich sein. Oder traurig, dass ich mir echt das hier antue. Komm hier weg. Danke. So, jetzt ab zu Tiny. Und Tiny, so mein. Ich mag Tiny gar nicht. Das Charakter egal. So, warum gehe ich eigentlich über die Palme eigentlich? Das ist doof. Und ich bin auch doof. Ups.
Wir sind hier knapp durchgekommen. Stimmt, wir müssen noch mit... Oh, fuck, wir hätten mit Lenkikum die Coins noch einsammeln können. Ich muss kurz gucken, ob jeder gleich viele Coins hat. Und wenn ja, zählen die zu 100%? Das ist noch eine gute Frage. Zählen die Coins auch zu 100%? Diese ganz normalen Coins, wo wir damit Sachen kaufen. Klar gehören die 100%. Ich meine jetzt die Sachen halt. Nee, eine Biene. Was können hier klein werden? Würde ich die Bienen loswerden? Okay, wir können hier kleiner werden. Warum? Wir werden noch nicht kleiner. Vielleicht gibt es ja vielleicht irgendwie Coins oder so. Hallo, warum aktivierst du dich nicht? Halt eben so. Okay, ich habe die Banane gefunden. Dafür brauchen wir keinen kleinen. Müssen wir nicht klein werden. Komisch. Auch noch nicht tot. Danke. Jetzt mehr Munition gekostet, als ich dachte. So, wir haben die Banane mit Tiny. Das bedeutet, wir gehen als nächstes zur Snipe. Hieß er Snipe? Nein. Ach nee, Kill Out, stimmt. Später rein. Ich glaube, trotzdem nachgucken, was hier auf der Seite ist. Das schaffe ich. Auch Nicole, sehe ich dir? Das ist wichtig, aber nicht getroffen werden. Oder. Bruder. Weißt du? Scheiße! Als ob ich tot bin jetzt. LOL. Ich wollte noch gucken, was ich jetzt klein kann da machen. Das mache ich jetzt. Das gucke ich jetzt auch noch. Das interessiert mich jetzt. Selber, und warum bin ich jetzt runter reingefallen? Was? Ich bin auch so doof zum Springen, oder? Oh, dann, wenn ich sterbe. So. Ich habe noch gar nichts zu dieser Musik dieser Welt gesagt. Die ist auch grandios mal wieder. Ah, oh, die ist gut. Die geht ein bisschen nach einer Zeit auf den Sack, wenn hier zu viel ist. Aber sonst. Wir mag die Musik. Es passt zur Welt, die Musik. Das finde ich gut. Hat einen guten Musikgeschmack. Ich will nur gucken, was ich hier alles bekommen kann als Kleiner. Für eine Fee. Weil diese Fee halt. Okay, wir haben hier noch eine weitere Fee, die sind erst später wichtig. Gut zu merken, dass hier eine weitere Fee ist. Was gibt's hier? Ich
Hier nicht mit der Kamera rumgucken. Ach, hier kann man nur diese Teile sammeln. Okay. Okay, da werden wir erst nach der Welt erfahren, was das sein wird. Das werden wir schon wahrscheinlich sogar diesen Part sogar erfahren, oder? Ich werde wahrscheinlich den Boss diesen Part machen. Warum geht das raus? Vielleicht werden wir diesen Part den Boss machen. Und in diesem Part werden wir erfahren, was es mit diesen Feen zu tun hat. Weil wir jetzt alles haben. Und außer mit Donkey Kong, die Coins, die hole ich mir schnell noch. Bin zu doof. Danke, Kong. Jetzt nachgucken mit den Coins. Ah, nee. Okay, wir sagen mal so: 100% ist überall, wo das hier steht. Das hier steht bedeutet Coin, Banane, Blaupause und 100 Bananen. Und halt alle Coins hier. Wir haben jetzt nur 400 Bananen hier. Und das ist gut, wir müssen aber 500 Bananen haben. Schon, oh, als ob ich immer in diesen scheiß Treibsand. Ich freue mich, wenn ich aus der Welt weg bin mit diesem scheiß Treibsand. Egal. So. Nee, wir können denke ich bleiben. Aber wir heilen uns dadurch. Gute Information. So, jetzt hier. Snipe. Knight, nicht Snipe, Snipe. Lanky Kong, du hier, du bringst mir was Cooles. Oh, cool, eine Blaupause. Geil. Banana. Donk Lanky Kong. Donk Lanky Kong. Ja, Mann. Wo kann man sehen? Sollte man nicht da oben den Charakter wechseln können? Yep. Ein Tiny Kong. Bei neuen Zuwächse. Kann ich bitte die Kamera drehen? Dankeschön. Vielen Dank. Oh ja, du willst auch was? Dann hier. Aber wir sind jetzt immer, jetzt jedes Mal hier an die Mission kommen. Das ist nervig. Aber okay, lassen wir mal. Oh, sollte das man überspringen können? Egal. Tiny Kong. Ja, ich feier, dass ich ganz viel verdammt hin und nachmache. Den fand mir für den Part. Vielleicht auch. Doch, wenn wir den Boss machen, habe ich Thumbnail für den Part, lol. Donkey Kong! Und die nächste Blaupause abgegeben. Oh, Banana. Und Donkey Kong, wir haben die 30. Banane. Das fehlen noch nicht. Und auch uns fehlen noch viele. Wir sind ja erst mit der zweiten Welt noch nicht zu 100% fertig. Uns fehlen ja noch. Die Feen? Die gehören zu 100%?
wenn ich weiß. Und die Feen und komplett ein Charakter fehlt uns noch. Sonst haben wir dann alles. Wir wissen ja, wo alles ist von ihm. Er hat einen Tent, der hat einen Raum, der hat einen Stein, der hat einen, noch einen Tempel, das ist noch was, im allerersten. Am Anfang ist noch was, da wird schon reichlich sein. So, wir haben mit allem alles. Gibt es hier irgendwie in der Nähe ein Portal? Ich denke sogar nicht. Gibt es irgendwo ein Portal? Spiel. Eigentlich überall Portale. So Portale. Nee. Ich weiß, wo ein Portal ist. Ich erinnere mich. So. Zack. Hier ist ein Portal. Renner mit Diddy. Und ich würde sagen, wir haben letztes Mal Donkey Kong davon nach vorne geschickt. Hab noch nie gesehen, wie das Tor aufging. Das zeige ich auch jetzt. Folge ist ja verschwunden, wo wir das Tor aufgemacht haben. Wir hören uns auf diese Plattform und müssen 100, oh, die Bananenzahl, die dort steht, abgeben. Aber wir haben halt nur 100 Bananen bei Diddy. Er ist noch nicht fett genug. Oder? Und nicht ganz. Deswegen wünsche ich auf einen anderen Charakter. Er macht halt. Dann kommen wir erst auf. Irgendwann verliert es alle seine Bananen. Lol. Und weiter, 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 weiter. Okay, wer darf den Boss überhaupt machen? Das wird auch noch hier gesagt. Und diesmal darf Diddy dran. Okay. So, jetzt switchen auf Diddy. Und beginnen mit dem Boss der zweiten Welt. Ich bin gespannt. Ich habe gehört oder gelesen, dass der Boss ziemlich leicht wird. Aber das, davon will ich mich selbst überzeugen. Ich bin noch leicht in Erinnerung. Aber okay. Wie ein TNT-Fass. Und eine. Der Boss ist tot, Leute. Diddy, das hättest du nicht machen sollen. Jetzt ist der Typ sauer. Jetzt ist der Boss da. Und sauer. Okay. Oh shit. Jetzt sind wir die böse Richtung und müssen wieder wegrennen. What? Okay. Okay, der funktioniert genau wie Amidillo. Nur irgendwie leichter. Cool. GTA Chat sieht man. Ich hab extra mich gemutet, dass ich keine Nachrichten kriege. Der ist echt leicht. Aber seine Kugeln sind halt echt leicht auszuweichen. Und ihn zu treffen ist noch leichter als der Amidillo. Und nochmal, in der Lava. Na, 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 na.
na, 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 na. Take this! The final total. Ja, Mann. Wow. Aber das ist echt leicht. Und Diddy. Tanz zum Schlüssel. Diddy Kong. Genau. Geil. Damit haben wir die letzte. Ja, genau, die letzte Welt fertig. Oh nein, jetzt müssen wir irgendwie raus. Irgendwie, nein. Ach, Level verlassen. Also ich denke, wenn ich jetzt Level verlassen drücke, komme ich auf ein komplett irgendwo anders raus. Deswegen gehen wir mal nochmal raus und. Gehen mal so hier. Zack. Damit sind wir fertig. Die Axeten Arena hat mir echt Spaß gemacht, hier zu spielen. Aber, ja, Treibsand nervt. Überall ist Treibsand. Der giftige Treibsand. Treibsand ist Gift. Heißt der Typ eigentlich? Der hieß Armadillo und der andere hieß Insekten Dragon. Keine Ahnung. Ist immer noch die Fliege da. Und letzten Parts egal. Wir gehen jetzt rein. Raus und wir sind noch nicht fertig. Wir erinnern uns. Hier sind ja diese Bongos gewesen. Vielleicht können wir jetzt da dran kommen. Unsere neuen Fähigkeiten. Ich weiß aber nicht, wie wir dran kommen sollen. Irgendwo ein Donkey Kong Pass. Nein, Angst, meine Kleine. Ich bin es so Ranky Kong. Auch wenn euch mein Körper nach IKC3 verlassen hat, gebe ich euch Unterstützung aus dem Jenseits. Okay. Okay, ich weiß nicht, wie er hochkommt. Aber wir können hier mit Tiny Kong schießen. Wegen Tiny Kong? Wollte eigentlich. Vielleicht hilft's dann. Was ist da jetzt? Eine Frage. Wie viele Bananen gibt es hier? Hier gibt es auch. Auf der Overworld gibt es auch 5 für jeden Charakter. Okay, Lilis Bananen sind dort. Hier gibt es 2 Kämpfe anscheinend. Okay. Biene, ich kenne dich auswendig. Okay. Das war jemand anders. Was erschienen? Wer den Kong, den wir noch nicht haben? Nämlich? Das wissen wir ja schon. Jetzt ist immer noch die Frage, wie der hochkommt. Ah, Diddy. Jetzt angeschrieben von ich werde jetzt von allen angeschrieben streamt nach hochkommen, verstehe das nicht, wie komme ich da hoch? Hä? Können wir anscheinend noch nicht hin, werden wir nachholen, lol. Und wir sind fertig mit der zweiten Welt und komm Leute, kommt.
Wir holen jetzt eine bestimmte Quest. Fangen wir jetzt an. Die Schlüssel geben wir noch nicht ab. Machen wir nach der ersten Welt. Ich würde jetzt gerne auf Tiny Kong switchen. Und wohin müssen wir dorthin? Oh, war es dort? Ja, es sollte dort gewesen sein. Ja, okay. Wir sind richtig. Nur Tiny Kong kann hierher kommen. Boah, jeder kann hierher kommen, aber was man hier machen kann, kann nur Tiny. Tiny kriegt eine, sagen wir mal, Special-Fähigkeit und wir haben hier erstmal die 5. Boah, kriegt was, was andere Kongs nicht kriegen können. Keine Fähigkeit oder so. Wenn ich gerade die Special-Fähigkeit gesagt habe. Was Cooles. Sehen wir hier. Wir sind jetzt in irgendeinem Feenbrunnen. Wir sind in The Legend of Zelda, nein. Grundgütiger, vor kurzem gab es in diesen fürchterlichen Erschütterungen meine Bananenfeen und voll lauter Panik davongeflogen. Eine göttliche Belohnung für jeden, der sie findet und zurückbringt, hilft mir. Na, kleine Aufreger und gute Fee, meine Freunde und ich werden auf unserem Abenteuer Ausschau halten. Oh, wie lieb von euch, aber die Feen lassen sich nicht einfach fangen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, sie in speziellen Fotos aus Bananenschalenpapier zu knipsen. Dazu brauchst du diese magische Kamera, der Film ist bereits eingelegt, um die Kamera zu gebrauchen. Drücke Z und dann nach unten. Mach ein Foto von einer Fee mit B. Ich bin so froh, dass ihr mir helft. Dafür bringe ich euch einen geheimen Trick bei. Halte B gedrückt, um an Kraft zu gewinnen und das los, um den Move auszuführen. Es schützt euch und kann versteckte Gegenstände ans Licht bringen. Überlegt gut, weil wann ihr ihn einsetzt, da einen Kristall verbraucht. What? Und aber jetzt kriegen wir die Fotofähigkeit. Cool. Okay, das ist ein cooler Move. Ah, das ist cool. Wusste ich gar nicht, dass wir diesen Move können. Ja. Jetzt frage ich mich, kann es nur Tiny oder können auch die anderen? Das testen wir mal. Ich wollte eigentlich nicht groß. Ich wollte eigentlich groß werden. Das müssen, sollten wir mal testen. Mal gucken. Und ja, Leute. Im nächsten Part reisen wir nach Welt 1 wieder. Würde ich vorschlagen und